herzlich willkommen bei Stengel TV. Wir sind heute in Koreo. Mein Name ist Daniel Stelarski und ich werde heute unsere Siebanlage, die SPS 1520 F3, in drei Fraktionen vorstellen. Ja, wir kommen dann zum technischen Details der Siebanlage. Fangen wir mit Massen und Gewicht an. Die Siebanlage ist 1,55 Meter tief. Dann haben wir die Breite der Anlage mit 2,85 Meter und eine Schildgröße. Ich bin 2,04 Meter groß, also bitte da nicht täuschen lassen. Wir haben hier 2,68 Meter bis zu der Schildkante. Hier vorbei ist, dazu kommen wir nochmal später zu sagen, dass ich die Schildkante hier um 30 cm reduzieren kann, weil die Schulter verschraubbar ist und die kann ich abmachen. Aber dazu kommen wir noch gleich. Der Gewicht dieser Anlage in drei Fraktionen liegt bei 1,5 Tonnen, entspricht 1500 Kilo. Aus dieser Anlage können wir auch eine Zweifraktionenanlage machen, indem wir dieses Förderband abmontieren. Dann haben wir auch zwei Fraktionen und dann kämen wir auch auf ein Gesamtgewicht ohne das Band auf 1400 Kilo, 1,4 Tonnen. Unsere Siebanlage wird elektrisch angetrieben. Für den Antrieb brauchen wir Starkstrom 16 Ampere. Die Anlage selbst braucht 1,1 Kilowatt und das Bändchen zusätzlich nochmal 0,75. Das heißt, die Gesamtstromaufnahme ist hier 1,85. Stationärer Strom kein Problem. Auch Möglichkeit, die Anlage mit einem Notstromaggregat anzutreiben. Hier empfehlen wir mindestens 4 kVA, aufgrund dessen, dass der Anlaufstrom quasi bis die ganze Masse in Bewegung kommt, die Stromaufnahme mindestens das Zweifache ist und hier mindestens 4 kVA für das Notstromaggregat. Transportsicherung. Der obere Siebkasten ist mechanisch mit dem Container nicht verbunden. Der komplette Siebdeck steht auf unseren 8 Stahlfedern und ansonsten ist das mechanisch nicht verbunden. Deshalb haben wir für den Transport eine Transportsicherung. Die ist einfach mit einem Motor hier gesichert und dann kann ich den kompletten Siebkasten quasi an dem Container anziehen und für den Betrieb wird diese Transportsicherung einfach rausgenommen. Und wir haben auch an der Seite hier eine schöne Tasche, wo diese auch nicht verloren geht. Da haben wir auch Platz für beide. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten eine Transportsicherung. Unsere Stahlfedern. In unseren Anlagen SPS-Reihe verwenden wir 8 Stahlfedern. Diese Stahlfedern sind hier auch auf der Seite angebracht und nicht unter dem Siebkasten. Und sind auch in speziellen Winkel hier angebracht. Damit zwingen wir unseren Umwuchmotor, der oben sitzt, der den Siebkasten in Schwingung bringt, dass dieser Kasten nicht nur hoch und runter sich bewegt in der Y-Achse, sondern eine kreisförmige Schwingung erzeugt wird. Wenn man hier sieht, ist es eine Stahlfeder, die ist mit einer Schutzkappe hier gesichert, so dass ich auch einen Schutz habe und davon haben wir auf jeder Seite 4 Stück. Ich kann das mal schnell schön demonstrieren, wie einfach das ist, ohne viel Kraft aufzuwenden. Man sieht es sehr schön, wie dieser Siebkasten nachschwingt. Das ist das A und O, weil die komplette Umbuchkraft von dem Umbuchmotor, die erzeugt wird, die wird komplett auf unseren Siebkasten übertragen. Dadurch haben wir 100%ige Leistung und das Siebmaterial kann sehr schön über die Siebflächen
verarbeitet wird. Schütte. Unserer Meinung nach eine Schütte an einer Siebanlage ist A und O. Warum? Das können wir auch sehr gut hier sehen in dieser nachgebildeten Szene. Das heißt, die Schaufel, die setzt quasi an der Schütte an und über die Schütte erst geht das Material auf die Siebbeläge drauf. Dadurch die Schütte, die Siebfläche deutlich verlängert wird, ist es sehr, sehr gut für den Siebprozess, da das Material viel länger auf dem Siebbelägen bleibt und wir nutzen auch die volle Länge der Siebflächen. Die Siebbeläge. In unseren Maschinen SPS-Reihe haben wir jeweils 4 Siebbeläge eingebaut. Man kann das hier oben sehr schön sehen. Auf einer Ebene 2 Siebbeläge nebeneinander, unten drunter genauso. Die Siebbeläge haben eine S-Form, die sind hier eingehängt. Oben sieht man jetzt von dieser Perspektive leider nicht. Ist es mit einem Querbalken quasi, der die Siebbeläge, die S-Form einfach anzieht. Unten sind sie quasi, wie man das hier sehen kann, auf dem Balken eingehängt, oben auf der Konstruktion, oben mit dem Balken hochgezogen. Diese Technik ermöglicht uns relativ schnellen Siebwechsel. Wir sprechen hier von ungefähr 15 Minuten mit einer Person. Kann ich unsere Siebbeläge individuell bei unseren Maschinen auswechseln. Die Siebbeläge, wir fangen mit 4 mm an. Dazu gibt es auch verschiedene Technologien, Hafensiebe, Lochsiebe, Quadratmaschen. 4 mm geht's los und millimeterweise arbeiten wir uns bis 80 mm hoch. Unsere Bedienpanel für die Siebanlage, relativ einfach und überschaubar. Wir haben Ein- und Ausschalter, wird einfach die Funktion nach links oder nach rechts gedreht. Wir haben Phasenwender, das heißt, das ist die Richtung der E-Motors. Indem ich die Phasen umdrehe, kann ich auch dementsprechend die Motorrichtung beeinflussen. Ich kann den Motor links rumdrehen oder rechts rumdrehen. Das hat eine sehr große Auswirkung auf das Material bzw. auf die Siebkraft, Siebleistung. Das hängt ja damit zusammen, wenn ich rechts rumdrehe und wir zum Beispiel Aushubmaterial sieben, Aushubmaterial ist schweres Material, das kommt ja quasi in die Siebmaschine rein. Und durch die Stahlfedern, die wir bereits angesprochen haben, haben wir unsere ovale Schwingung hier drin auf unserem Siebdeck. Und wenn wir rechts rum drehen, dann kann das Material sehr schön rechts rum durch die Siebbeläge begleitet werden. Ich kann das Ganze auch nochmal genau umgekehrt machen. Das heißt, das Siebdeck, der dreht sich rückwärts. Das heißt, das Material da drin wird einfach hochgeworfen. Dadurch verlängert sich ja quasi der Siebprozess, aber dieses Merkmal kann ich sehr gut für andere Materialien verwenden, wie zum Beispiel Hackschnitzel. Der Hackschnitzel ist ein relativ leichtes Material und wenn ich das ganz normal in normaler Richtung quasi sieben würde, dann geht es sehr schnell über die Siebbeläge und dann sind die Fraktionen nicht richtig getrennt durch die Phasen. Durch die Möglichkeit der Phasenwendung wird der Hackschnitzel zurückgeschmissen und dadurch verlängere ich den Siebprozess, aber optimiere dadurch die Absiebung. So, dann haben wir noch Steuerung für das Förderband, ein Aus- und ein Notausschalter. Der Schaltkasten innen, gesichert durch einen Schlüssel, einfach umgedreht. Und schon sehen wir relativ einfache Schalttechnik mit ein paar elektrischen Komponenten. Standardmäßig an Bord seit über einem Jahr auch der Stundenzähler. Das heißt, für statistische Werte, falls diese erfasst werden sollen, kann man auch sehr schön sehen, wie viele Stunden die Anlage gearbeitet hat.
Das Förderband. Der große Vorteil bei der F3, SPS 1520 F3, ist, dass das Förderband abnehmbar ist. Das heißt, Sie können als Kunde entscheiden, ob Sie in 2 oder 3 Fraktionen sieben wollen. Das geht ganz einfach. Das Förderband ist auf der Rückseite der Maschine einfach nur verschraubt. Da sind hier jeweils 1, 2, 3 Schrauben, die man einfach löst. Und dann kann man ganz easy mit dem Stabler oder Zinke das Förderband quasi wegfahren. Auf der Seite ist das Förderband auch mit einem Stecker nur verbunden an dem E-Kasten. Somit ist das Band innerhalb von wenigen Minuten abmontiert. Übrigens, wir haben ein schönes Video gemacht, wo Sie das sehen. Die Verlinkung zum Video sehen Sie unten. Unter den Kommentaren habe ich nochmal hinzugefügt. Schauen Sie sich das mal an, wie schnell und wie einfach das geht. Siebbeläge von der anderen Seite vorgestellt. Wie man hier so schön sehen kann, Unterdeck haben wir in diesem Fall mit 12 mm Hafensind bespannt. Das ist bei uns Standard, da 60-70% unserer Kunden aus dem Gala-Bau kommen und die Maschine meistens zum Absieben von Oberboden, Mutterboden, Humus, quasi Erde genutzt wird, hat sich dieser Standard sehr gut etabliert. Wir haben 12 mm Hafensieb als Ergebnis für die erste Fraktion, sind dann 0 bis 15. Oberdeck haben wir jetzt 45 Quadratmascher, somit ist die Mittelfraktion, die auf das Bändchen geht, auf die Seite 15 bis 42 und auf der Rückseite dann die dritte Fraktion mit Überkorn 42 quasi. Ja, wie gesagt, 15 Minuten, sehr einfach hier zu sehen. Das sind ja quasi die Verschraubungen, jeweils 3 Stück für ein Sieb. Haben wir gerade angesprochen, 4 Stück, 2 Stück unten, 2 Stück oben. Diese Schrauben werden einfach gelöst und dann kann ich hinten die Siebbeläge einfach rausziehen, neue Siebe draufziehen, schon sind sie gewechselt. Relativ einfach, schnell, universell und vor allen Dingen die Anlage kommt ja mit 98-99% aller Schüttgüter zurecht, die man sieben kann. Durch den Siebwechsel kann ich angefangen von Kabelsand über, wie angesprochen, Aushub, Mutterboden, Oberboden, Kies, Recyclingmaterial, auch Bauschutt oder Hackschnitzel individuell in meinen vordefinierten Fraktionen absieben. Der Transport der Siebanlage ist relativ einfach. Wir transportieren unsere Siebanlagen mit einem 2 Meter breiten und 4 Meter langen Anhänger. Die Anlage wird einfach draufgestellt und mit 4 Spanngurten gesichert. 1, 2 und auf der anderen Seite sind auch nochmal 2 Spanngurte. 3 und 4. Die Anlage wird auf Anti-Rutschmatten draufgestellt, gesichert und schon kann man loslegen. Der große Vorteil, die Mobilität der Siebanlage mit einem normalen Anhänger, das Ganze an ein Auto angehängt und schon kann ich die Anlage von A nach B transportieren, auf der Baustelle ausladen und innerhalb weniger Minuten mit dem Siebprozessen anfangen. Das Abladen der Anlage funktioniert ebenso einfach mit einer Zinke oder mit einem Stapler. Kann ich die Anlage ganz einfach an den Laschen aufnehmen, hochheben, auch wenn es ein bisschen tiefgefroren ist, bei minus 10 Grad in Korea hier, funktioniert das auch reibungslos. So, wir haben mal den Drehstoff. Komm mal raus. So. So, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich möchte mich bei Ihnen für das Interesse bedanken.
Ebenfalls möchte ich mich an den Betreibern des Choreums hier sehr herzlich bedanken für die Möglichkeit, dass wir hatten, das tolle Video hier zu drehen. Des Weiteren freue ich mich über jeden Feedback. Das ist eins von den ersten Videos. Und auch bitte, wenn es negativ sein sollte, ruhig reinschreiben. Jedes Feedback ist sehr herzlich willkommen. Ansonsten lade ich Sie ganz herzlich auf unsere Homepage ein. Da sehen Sie unsere weiteren Produkte, unsere weiteren Siebanlagen und auch Brechtechnik, ganz interessant. Davon werden wir in weiteren Videos berichten. Besuchen Sie unsere Homepage sbs-siebanlagen.de. Für Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung, telefonisch oder per E-Mail. Unsere Daten finden Sie auch unten als Kommentar. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video. Folgen Sie uns und bleiben Sie gesund. Bis demnächst. Danke Ihnen. Tschüss. Devil, do you? All you have to do is listen. Music be the movement, everybody on a mission.